Sind wir noch dran, Schon. aber sage ich Ihnen ganz ehrlich, den Vorsprung, den die Schützen damals hatten nach Winden, sie konnten sofort reagieren. Wir mussten unsere Kinder beerdigen, mussten uns wieder finden, um uns zu engagieren mit irgendwas. Wir sind auch bei den Killerspielen dran. Wir arbeiten mit Psychologen, Neurologen, Kriminologen, Herrn Fischer, sage ich jetzt, Professor Dr. Spitzer von Ulm. Es sind alles Leute, mit denen wir zusammenarbeiten und auch schon mal das zeigt, dass wir keine Spinner sind. Wir suchen uns den Rat von Fachwissenschaftlern und dementsprechend reden wir auch. Wir sind auch an den Killerspielen dran, aber es ist noch schwerer wie an den Waffen, weil alles ein Wirtschaftszweig ist und da die Regierung sich natürlich auch schwer tut, auch jetzt zum Beispiel in Württemberg, Waffenindustrie. Euer Innenminister Herrmann in Ingolstadt, man kann die Killerspiele nicht verbieten. Firma ist in München irgendwo, wo dies herstellt. Es sind Arbeitsplätze, die wegfliegen. Das sind die Begründungen, die wir aus der Politik kriegen. Weil Sie es gerade angesprochen haben, die Waffenindustrie. Natürlich sind Waffen auch ein Geschäft, wie jeder andere Industriezweig. Kriegen Sie da Unterstützung auch aus der Waffenindustrie? Also es gibt ja so einen Interessensverband, aber kriegen Sie zum Beispiel Spenden oder sowas? Nein. Das, Denen geht es selber nicht gut. Der Waffenindustrie geht es nicht gut. Mit denjenigen, die Sportwaffen herstellen oder Jagdwaffen. Denn wer einmal seine Jagdwaffe hat, der braucht nicht regelmäßig immer wieder eine mehr dazu. Würden Sie auch nicht annehmen oder hat das jetzt einfach nur mit der wirtschaftlichen? War noch nie ein Thema. Aber es gibt so einen Interessensverband, in dem auch Schützenverbände und Waffenindustrie ist, Pro Legal, glaube ich, heißt sie. Es soll uns so einen Verband geben, ja. Den gibt es. Ja. Aber da sind wir nicht dabei. Was wissen Sie darüber, über diesen Verband? Zum einen, die Waffenindustrie in Deutschland verdient ganz gut. Hier geht es um über 200 Millionen Euro pro Jahr im Bereich der Schusswaffen, der kleinen Waffen. Und von daher sollte man da nicht allzu viel jammern. Und dass aus der Waffenindustrie die Interessen der Sportschützen auch mit Geld unterstützt werden, das ist so klar wie das Abend in der Kirche. Also Herr Ambacher sagt gerade nein, aber vielleicht. Vielleicht hört es den Deutschen Schützenbund zu. Weiß Herr Ambacher besser Bescheid. Und ja, nochmal zu den gesellschaftlichen Ursachen. Aktionsbündnis Amoklauf Winnenden hat dort das Feld erweitert. Während wir allein für ein Verbot von tödlichen Sportwaffen eintreten, gehen die Winnender Angehörigen weiter. Und, aber auch das, auch diese Bemühungen werden nicht das schaffen, was in den vergangenen 10.000 Jahren nicht geschafft wurde, nämlich alle Menschen gut zu machen. Und wenn es dann immer wieder heißt, nach jedem Amoklauf und auch von der FDP und auch vom Deutschen Schützenbund, dann verbreitet wird, jetzt erstmal in Ruhe die Ursachen klären, keine voreiligen Schlüsse. Und erstmal die gesellschaftlichen Ursachen angehen, wie Herr Fischer sagt, das ist alles richtig, aber da gibt es kein Entweder-Oder, sondern ein Und. Wir wollen schlichtweg nicht warten, 19 Tote seit dem Willender Amoklauf durch Sportwaffen in Deutschland. Wir haben einfach nicht die Ruhe, die Sie haben, um in aller Ruhe die gesellschaftlichen Ursachen zu analysieren und anzugehen, sondern wir sagen, beides ist wichtig, die gesellschaftlichen Veränderungen und aber sofort ein Verbot von tödlichen Sportwaffen, um eben nicht in diesem Jahr wieder 10 Tote, im vergangenen Jahr waren es 10 Tote durch tödliche Sportwaffen, in diesem Jahr sind es schon 2 und das Jahr hat erst angefangen und diese Ruhe, die Sie haben, Herr Fischer und Herr Ambacher, die haben wir nicht. Was die illegalen Waffen betrifft, 95% aller Amokläufe weltweit, die mit Schusswaffen durchgeführt werden, werden mit legalen Waffen geführt. Und insofern ist es schon dreist, immer wieder auf die illegalen Waffen, Herr Fischer, Herr Ambacher, zu verweisen und zu sagen, fangt doch da erstmal an und das löst das Problem nicht und so weiter. Was die Amokläufe betrifft, wie gesagt, 95% weltweit mit Schusswaffen, mit legalen Schusswaffen. Und da ist es schlichtweg so, dass wir auch da ansetzen wollen, auch da ansetzen wollen. Es ist natürlich immer richtig, das macht die Polizei und die Staatsanwaltschaften Jahr ein, Jahr aus, sich um die illegalen Waffen zu kümmern. Aber ihr tödliches Hobby, das billigen wir nicht. Die Schützen fühlen sich jetzt so unter Generalverdacht gestellt. Aber wenn man sieht, natürlich kriegt man illegale Waffen, wie Sie gesagt haben, auch durchs Internet oder sowas oder irgendwo durch illegale Händler. Aber in den Amokläufen war es oft so, es war halt wirklich so im Kleiderschrank des Vaters oder irgendwo verräumt, also praktisch nicht weggesperrt. Ist da nicht eine besondere Gefahr und Verantwortung auch?
Drum sind ja nach den neuesten Richtlinien, nach den neuesten Gesetzen, sind die Waffen in Stahlschränken unterzubringen, die Munition extrig, die Schlüssel dürfen nicht irgendwo rumhängen, sondern es gibt die elektronische Schließanlage und dergleichen, da ist ja die Entwicklung immer noch am Basteln, was denn nun jetzt gescheiter ist mit dem Fingerdruck und dergleichen. Aber unabhängig davon, dass die Waffe weggesperrt gehört, das ist überhaupt keine Diskussion. Nur, das löst alle die Probleme nicht, die im Vorfeld waren und die alle rundherum sind. Denn sie können nicht 1, oder 2 Millionen, wie viel auch immer, Personen unter Tatverdacht stellen, dass jeder generell ein potenzieller Täter ist. Vielleicht ist einer dabei, der es wieder wird. Nur, die sind auf diesem normalen Wege, denen ist da nicht Herr zu werden. Dann sie werden die Flughafenkontrollen, Entschuldigung, ich habe Sie unterbrochen, wollten Sie noch was sagen, Herr Ambacher? Die Flughafenkontrollen, weil Sie sollten sagen, auch einstellen, der Generalverdacht gegen Millionen von Flugreisenden, die jedes Mal oft auch bis auf die Haut kontrolliert werden, sollten wir dann auch einstellen, weil Kriminalisierung von Flugreisenden, das wollen wir doch nicht. Natürlich kommt keiner auf solche absurden Ideen. Auch, dass abends die Stadtsparkassen abgeschlossen werden, es ist kein Generalverdacht gegen die Bürger dieses Ortes, dass sie da womöglich ansonsten sich das Geld aus der Kasse holen. Das sind einfach Vorsichtsmaßnahmen, die sinnvoll sind. Und wir kriminalisieren natürlich auch nicht 2 Millionen Sportschützen, was Sie uns immer wieder vorwerfen, Volksverhetzung und anderes. Darum geht das es gar nicht. Volksverhetzung kommt nicht von mir. Verwahre mich dagegen. Volksverhetzung kommt nicht von Ihnen? Nein. Dann lese ich mal einen Brief vor. Mhm. Oh, wenn wir jetzt noch Briefe vorlesen, wird es schwierig, weil dann sind wir also, ein bisschen knapp in der Deutsche Zeit. Es hat der Deutsche Schützenbund in Person von Jürgen Kohlheim, seinem Stellvertreter, mir Volksverhetzung vorgeworfen. War es ich jetzt oder war es nicht? Der Deutsche Schützenbund. Sie haben mir vorgeworfen, ich war es. Stellvertreter. Sie drehen doch alles um, so wie Sie es gerne hätten. Moment, wenn Sie für die Verantwortung für Ihren Stellvertreter und das, was er tut, nicht übernehmen wollen, das ist bemerkenswert, dann müsste sich Herr Kohlheim, auch gar nicht. Wenn Sie sich öffentlich von Herrn Kohlheim distanzieren, das finde ich sehr interessant, das können wir so machen. Aber wir waren gerade in den Flughäfen und den Generalverdacht gegen Sportschützen, es geht gar nicht um Kriminalisierung. Können wir das Gespräch abbrechen? Ich gehe jetzt, weil ich lasse mich nicht permanent beleidigen. Herr Fischer, solange Sie sich mit Leitsordnern werfen, wie Sie das gemacht haben, im Ministerium, das war vielleicht ein Punkt. Das war ein Punkt zu den Flughäfen, vielleicht, dass man sagt, gut, da akzeptiert man oder mit der Waffe, Herr Ambacher? Das hat man doch gesagt, da akzeptiert man das auch. Also es ist natürlich ein ganz erheblicher Unterschied, weil der Flughafen nicht dem Schutzbereich der Unverletzlichkeit der Wohnung unterliegt. Also das kann man überhaupt nicht vergleichen. Es ist aber auch nicht so, dass wir gegen Kontrollen sind. Wir drehen uns hier irgendwo jetzt auch im Kreis. Ich glaube, der grundlegende Unterschied ist, dass wir meinen, dass diese Zuspitzung auf diese eine Seite, einfach nicht weiterhilft. Und es tut mir leid, also Ihre Argumentation, die ist doch dadurch widerlegt, dass Sie, wenn Sie andere Länder anschauen, es müsste doch dann so sein, dass Länder, in denen viele Waffen sind, ich nehme als Beispiel die Schweiz, in der jetzt in einer Abstimmung die Mehrheit der Bevölkerung gesagt hat, sie wollen die Waffen zu Hause behalten, da müssten doch Amokläufe häufiger vorkommen, es müsste gefährlicher sein, es müsste ein größeres Risiko bestehen, oder in den Vereinigten Staaten und in anderen Ländern müsste das Risiko geringer sein. Und es ist eben nicht so, es ist empirisch nicht belegbar. Das, was Sie behaupten, ist empirisch nicht belegbar. Natürlich, wenn die Waffe, die legale Waffe verfügbar ist, greift ein Täter, ein potenzieller Amoktäter vielleicht zur legalen Waffe. Aber genau derselbe Amoktäter beschafft sich dann eben die illegale Waffe. Das ist eben der Schluss. Sie vergleichen eben zwei Sachverhalte, die so nicht vergleichbar sind. Also die Positionen sind klar, aber wenn wir vielleicht zum Schluss noch mal sagen, zu Ihrer Initiative kommen, Herr Mayer, Sie haben sogar eine Hotline eingerichtet, weil Sie wollen ja auch weiter beraten. Sie wollen ja auch Hilfestellung geben. Was können Sie da anbieten? Das ist eine ganze Bandbreite. Also Präventionsarbeit an den Schulen, bei den Lehrern. Also auch wenn zum Beispiel ein Schüler auffällig ist, dass man dann auf den Schüler zugeht und nicht wartet, richtig, bis er Hilfe holt? Oder? Wir unterstützen die Sozialarbeiter. Es ist eine ganze Bandbreite, die da ist. Und überwiegend aber an den Schulen. Es betrifft Schüler, es betrifft Jugendliche. Wir kümmern uns, Herr Ambacher, nicht nur um die Angehörigen der Opfer, sondern auch um diese Vielzahl an Schülern an dieser Schule, die alle irgendwo was mitgekriegt haben.
das sind Arbeiten, wo eigentlich, sage ich jetzt mal, von der Regierung übernommen wurde. Aber September diesen Jahres ist es vorbei. Da gibt es keine psychologische Betreuung mehr, das wird dann abgebrochen. Es ist vieles im Aufbau noch, also Präventionsarbeit an Schulen, das läuft voll durch. Killerspiele sind wir dabei mit Professoren. Wir machen die Waffendiskussion wieder aktuell, weil uns da zu wenig geschieht einfach. Und also ich glaube, auch wenn es unterschiedliche Positionen gab, eines ist klar, dass einfach auch gesellschaftlich was verändern sich muss, Herr Fischer, dass man in den Schulen einfach aufmerksamer auch ist. Also das ist der Teil der Arbeit, dem ich auch mit großem Nachdruck zustimme und wo ich sage, ich habe sehr hohen Respekt vor dem, was Sie da leisten. Ich halte das auch für außerordentlich wichtig, dass hier etwas passiert. Die Gesellschaft muss sich verändern, die Gesellschaft muss auch akzeptieren und lernen, dass Gewalt kein Mittel zur Konfliktlösung ist. Das kann niemand von uns wollen. Und die Gesellschaft muss auf Warnsignale reagieren. Und diese Warnsignale sind halt oft ignoriert worden bei solchen Tätern. Vom Elternhaus, von den Schulen, von den Vereinen, wenn sie denn drin waren. Aber oft sind es solche Täter, die eben da nicht in solchen Vereinen sind. Es gibt ja auch andere, es geht jetzt nicht nur um Schützenvereine. Oft sind es, da ist es, glaube ich, sogar eher so, dass Vereine ein stabilisierendes Element sind, die helfen, dass die Täter eben nicht zu Tätern werden. Und ich glaube, wenn wir da ansetzen, da können wir für die Gesellschaft wesentlich mehr erreichen. Sie sagen nicht entweder oder, sondern sowohl als auch. Hier unterscheiden wir uns, das muss man so festhalten. Aber ich glaube, es ist auch ganz gut, wenn wir mal die Gemeinsamkeit betonen und die Gemeinsamkeit bei dieser Initiative, dass man Prävention verbessert, die ist mir sehr wichtig. Kinder und Jugendliche spiegeln ja die Erwachsenenwelt eigentlich wieder. Und da hat auch Ihre Frau darauf hingewiesen, dass auch die Einstellung zur Gewalt sich verändert hat, dass da manches vielleicht verharmlost worden ist. Muss sich da auch was ändern in der Richtung? Bei Kindern. Und bei den Erwachsenen, die das ja eigentlich den Kindern etwas vorleben. Das wollte ich gerade fragen. Ja. Für uns ist es ja so, dass eigentlich für die Erziehung sind wir Eltern verantwortlich. Und wir sind uns auch einig, dass wir mindestens eine Generation brauchen, um wieder Werte, Empathie in unser Volk zu kriegen. Die ist meiner Meinung nach komplett abhanden gekommen oder vielerorts abhanden gekommen. Wo ich mit Herrn Fischer, ich gebe ihm vieles recht, aber die FDP ist mir einfach zu liberal, wie meine Frau in ihrem Buch schreibt, ist der Gleichgültigkeitsliberalismus, den ihr vorlebt, und der kann nicht hilfreich sein. Wir brauchen auch als Jugendliche, okay, wir sind jetzt schon Eltern, aber ich habe mit Verbote leben müssen. Ich kann meinem Kind heute nicht alles erlauben und gleichzeitig erwarten, es wird ein guter Mensch. Also da muss ich ganz kurz einhaken. Wir stehen natürlich nicht für einen Gleichgültigkeit, sondern für einen Werteliberalismus. Für einen Werteliberalismus. Und jede Freiheit beinhaltet auch Verantwortung. Dass man mit dieser Freiheit verantwortungsbewusst umgeht. Nur so sind es zwei Seiten einer Medaille, die zusammengehören. Also da lege ich großen Wert darauf, sonst fühle ich mich missverstanden. Und Sie appellieren auch an die Verantwortung der Eltern, an der Erwachsenen, an die Richtig, Lehrer auch. Ja. Ja. Das war auch jetzt, wenn wir von Winden reden, das Urteil, sage ich Ihnen auch ganz ehrlich, mir ist es egal, wie viel der Vater gekriegt hat oder Bewährung, Nichtbewährung, Gefängnis nicht, ist mir egal. Für uns war es einfach wichtig, dass ein Signal rüberkommt, dass die Eltern Verantwortung für ihre Kinder übernehmen müssen. Und wenn dann noch Waffen im Spiel sind, muss die Verantwortung noch wesentlich größer sein. Richtig. Ich bin auch der Meinung, wie Sie sagen, der Vater war im Schützenverein, war korrekt. Aber der Junge ging mit zum Schießen. Der Junge hat mit dieser Pistole geschossen. Er hat zielgenauer geschossen wie die Polizisten. Selbst die Polizisten vor Ort haben gesagt, so genau wie der getroffen hat, das muss man erst mal üben. Und dann bin ich aber auch noch der Meinung, Herr Fischer, wenn wir jetzt bei der Statistik bleiben, wäre ja dann die Waffe von dem Vater ist ja weggenommen worden, wäre es ja dann eine illegale Waffe. Nein. Nicht? Also man muss vielleicht noch sagen, der Vater hat eine Bewährungsstrafe bekommen. Ich glaube, zum ersten Mal in Deutschland ist ein Dritter wegen eines Amokslaufs verurteilt worden. Und Sie haben, auch wenn er jetzt nicht ins Gefängnis musste, glaube ich, gesagt, es ist doch ein wichtiges Signal für Sie gewesen. Das Signal war für uns wichtig, die Verurteilung. Danke Ihnen hier an die engagierte Runde. Es ist schnell zu Ende gegangen. Ja, die Stiftung gegen Gewalt an Schulen hat noch was Wichtiges gesagt, glaube ich. Das Wichtigste, was wir den Kindern mitgeben können, ist Vertrauen, Verantwortung, Zuneigung
und Zeit für Sie zu Hause zum Weiterdenken. Vielen Dank für Ihr Interesse und auf Wiedersehen.